Ich will den Frieden Gottes. Der Frieden Gottes ist alles, was ich will. Der Frieden Gottes ist mein eines Ziel, das, worauf mein ganzes Leben abzielt, hier. Das Ende, das ich suche, mein Sinn und Zweck, meine Funktion und mein Leben. Solange ich dort weile, wo ich nicht zu Hause bin. Der Frieden Gottes ist so lange dein Ziel, solange du nicht zu Hause bist. Und in dieser Welt, die wir mit unseren physischen Augen sehen, das ist nicht unser Zuhause. Das ist die Matrix der Hoffnungslosigkeit. Und solange wir dies, was wir mit unseren physischen Augen sehen, unser Zuhause nennen, solange wir glauben, dies ist unser Zuhause, dann täuschen wir uns. Und diese Täuschung hat Macht. Diese Täuschung hat Macht über dich. Eine sehr große Macht, denn plötzlich werden Körper wirklich. Denn plötzlich werden die Ideen, ich bin ein Körper, sehr, sehr wirklich. Du als eins in Gott, du als Christus, kannst dir alles einbilden, was du willst. Und bist hierin sehr machtvoll. Du kannst eine Welt projizieren und dich hierin verlieren. Und du glaubst, dies ist dein Zuhause. Und dennoch, wenn du tief in dich hineinspürst, kannst du deutlich wahrnehmen, dass dies nicht dein Zuhause ist. Egal, an welchem schönen Platz du dich jetzt befindest. Du kannst jetzt am Meer sitzen, du kannst in den Bergen sein, du kannst bei der Arbeit sein, die du liebst oder ablehnst. Du kannst bei deiner Familie sein oder an deinem Lieblingsort, an deinem Lieblingsplatz, in deinem Lieblingscafé. Spüre mal ganz genau hin. Hey, das, was ich jetzt hier wahrnehme, das ist nicht mein Zuhause. Sei ganz ehrlich diesbezüglich. Sei heute ganz ehrlich wieder. Denn diese Ehrlichkeit braucht es, um festzustellen, ja, das ist nicht mein Zuhause. Das ist eine Einbildung. Es ist ein Traum. Und im Kurs im Wundern werden wir eingeladen, uns immer wieder daran zu erinnern, egal wo wir sind, an deinem Lieblingsplatz, in deinem Lieblingscafé oder in einem Krankenhaus oder auch in deiner Krankheit oder an deinen schönen Plätzen, wo du dich aufhältst. Es ist ein Traum. Und wenn du dich hierin übst, dass dies ein, dass, wenn du dich umschaust und dir selbst sagst, dies ist ein Traum, bekommst du immer mehr und mehr dieses Gefühl, dass es nicht wirklich ist. Und dann bist du bereit für den heiligen Augenblick, dann bereitest du dich selbst vor für den heiligen Augenblick. Aber solange du darauf fixiert bist, dass dies alles die Realität ist, solange ist der heilige Augenblick weit entfernt. Und der heilige Augenblick ist ein Werkzeug, das dich darin unterstützt. Es ist nicht das Erwachen. Viele erfahren den heiligen Augenblick und glauben, sie sind erwacht. Das ist nicht das Erwachen. Erwachen geht weit über den heiligen Augenblick hinaus, aber dennoch ist es ein Werkzeug, das dir klar macht, was du in Wahrheit bist.
ewiges Licht. Grenzenloses Sein. In dir ist keine Schuld, in dir ist keine Angst. Und du kannst dies wunderbar üben, wenn du dir heute unter anderem immer wieder bestätigst: Ich will den Frieden Gottes und nicht diesen Traum. Schau dich mal um, wo du jetzt gerade bist. Öffne deinen Spirit. Öffne deinen Geist in den Himmel. Und frage dich selbst: Ist dies dein Zuhause? Und vermutlich wirst du bemerken, etwas fehlt noch. Etwas Grundlegendes fehlt noch. Und dieses Grundlegende, der Frieden Gottes, dieses Grundlegende, von dem bist du jetzt umgeben. Und du wirst es erfühlen und erfahren können, wenn du dir erlaubst zu verstehen, dass der Körper, von dem du glaubst, dass du es bist, sich in einem Traum befindet. Truman Show. Schau dir mal die Truman Show an. Alles nur Darstellungen, alles nur, das ist ein Film. Ich weiß nicht, ich glaube aus den 80er Jahren oder sowas, die Truman Show. Alles nur aufgestellt, alles nur eine Show. Alles arrangiert, damit du glaubst, du bist ein Körper. Und in diesem Körper hast du ein begrenztes Leben. Und in diesem begrenzten Leben musst du einigermaßen gut zurechtkommen. Und du kannst jederzeit diese Truman-Show beenden. Du kannst jederzeit innehalten und dir bestätigen, dass du dich jetzt in einem Traum befindest. Versuche das ruhig mal einige Zeit lang und bekomme ein Gefühl dafür. Und das Gefühl bekommst du tatsächlich erst, wenn du es praktizierst. So wie du ein Gefühl dafür hast, jetzt in einer Realität zu sein, mit einem Körper, so kannst du auch ein Gefühl dafür entwickeln, in einem Traum zu sein. Und ein Traum ist eine Illusion, eine Projektion. Probiere das mal eine Zeit lang aus, du wirst ganz zart wirst du feststellen können, ja, es ist so, ich glaube zwar, aber es ist echt, aber ich fühle, es ist irgendwie alles unecht. Und geh dann immer weiter und weiter und weiter. Und bestätige dir: Ich will stattdessen den Frieden Gottes. Ich will stattdessen nach Hause kommen. Und dann kann dir dein innerer Führer, dein innerer Heiler, kann dich dann hierin begleiten. Aber wir müssen schon bereit sein, das, was wir bisher als Realität so fest verankert haben in unserem Geist, zu lockern. Bei vielen Menschen geschieht es so, dass es gelockert wird, indem sie in starke Krisen verfallen. Und das muss nicht sein. Die hast du schon genügend erlebt. Du brauchst sie nicht mehr.
Du brauchst diese Erschütterungen in deinem Leben nicht mehr. Lass dich lieber vom Heiligen Geist erschüttern. Und er macht es ganz sanft und ganz liebevoll, weil er dich kennt. Des Egos Erschütterungen sind immer brutal, im höchsten Maße. Sie sind zerstörerisch. Des Heiligen Geistes Erschütterungen sind sanft und liebevoll. Lass dir heute vom Heiligen Geist das Ziel zeigen, den Frieden Gottes. Denn nur dieser Spirit kennt den Weg. Lass dich heute führen zu deinem einen Ziel. Und wie kommst du am besten in Verbindung mit dem Heiligen Geist? Du wirst staunen und immer wieder neu staunen, wie umgedreht die universelle Lehre deine Befreiung angeht. Du lässt dich von deinem heiligen Bruder dorthin führen. Du lässt dich von deinem Partner dorthin führen zum Frieden Gottes. Du lässt dich von deinen Eltern zum Frieden Gottes führen. Du lässt dich von deinem Arbeitgeber, von dem Vorstandsvorsitzenden, von deinem Chef, von deinen Mitarbeitern zum Frieden Gottes führen. Verweigere diesen Gedanken jetzt nicht. Sage dir nicht, das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Wie soll ich mich von zum Beispiel meinen Eltern, mit denen ich im Konflikt bin, zum Frieden Gottes, zu meinem einzigsten Ziel führen lassen? Wie soll das funktionieren? Indem du Vergebung praktizierst und deinen Konflikt so mit irgendjemandem als Illusion begreifst in einem Traum. Und täusche dich hierin nicht. Du kannst nicht erwarten, den Frieden Gottes zu erfahren, solange du noch an Konflikten festhältst mit irgendjemandem auf und in dieser Welt. Es ist unmöglich. Wie willst du den Frieden Gott in dir erfahren, wenn du noch voller Groll bist gegenüber irgendetwas? Gegenüber der Politik, irgendwelchen Ämtern, Familienangehörigen oder wen immer du ausgesucht hast, mit dem du im Konflikt sein willst. Wenn der Frieden Gottes dein Ziel ist, und es ist dein Ziel, das Ziel ist schon in dir festgelegt, warum solltest du heute dieses Audio hören? Das Ziel ist festgelegt. Aber um dieses Ziel zu erreichen, kannst du es dir nicht mehr erlauben, an irgendeinem Groll über festzuhalten. Das ist unmöglich. Und wie können wir sehr effektiv und sehr schnell aus diesem Traum herauswachsen? Indem wir zum Beispiel die Einladung annehmen, ich denke wieder an irgendeine Person oder irgendeine Person ploppt in meinem Geist auf, mit der ich im Konflikt bin, mit der ich im Kampf bin, mit der ich schon Jahrzehnte, vielleicht schon Jahrtausende im Konflikt bin. Plötzlich spreche ich den Gedanken und ich höre diese Gedanken sprechen, weil ich mich an diesen gewöhnt habe.
So wie ich mich an einen Konflikt gewöhnt habe, so kann ich mich auch an folgenden Gedanken gewöhnen. Diesen Gedanken will ich nicht. Ich wähle stattdessen den Frieden Gottes. Und dann hilft dir dein Chef, dein Nachbar und deine Eltern und dein Partner, der gehört auch dazu. Dann helfen dir diese Menschen, die deine Projektionsfläche sind, in den Frieden Gottes zu gelangen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wundervoll? Und jetzt bedarf es nur noch der Anwendung und nicht mehr der Überlegung, ob es funktioniert. Wende es an. Du hast irgendwo einen Konflikt in deinem Geist und das ist immer ein Gedanke und danach folgt ein Gefühl. Zum Beispiel, ich bin ein Körper und das Gefühl wird folgen. Das Gefühl bestätigt dir, ich bin ein Körper. Oder mein Partner ist ein Idiot. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, dass dein Partner ein Idiot ist und schon hast du es bestätigt. Du musst deine Gedanken, deine Projektionen musst du erfahren. Und heute kannst du etwas anderes erfahren. Stopp! Halt! Den Gedanken brauche ich nicht mehr. Dieser Gedanke bringt mir keinen Frieden. Dieser Gedanke hält mich weiterhin im Groll. Ich wähle stattdessen den Frieden Gottes. Und schon wird er aus deinem Geist entfernt, denn dein innerer Therapeut wartet auf dieses Signal. Und er kann dir erst zur Hilfe eilen, und er kann erst in dir wirksam werden, wenn du sagst, ich wähle stattdessen den Frieden Gottes. Und so helfen dir heute, so hilft dir heute diese Welt, in der du bist, in der du dich wahrnimmst. So kann dir heute diese Welt helfen, an dein Ziel, das schon festgelegt ist, den Frieden Gottes zu gelangen. Du erkennst, dass du dich in einem Traum befindest. Du erkennst, dass du hierin nicht zu Hause bist. Du hast störende Gedanken, du hast konfliktreiche Gedanken. Du sagst, stopp, diesen Gedanken will ich nicht. Ich wähle stattdessen den Frieden Gottes. Und so wird dieser Tag für dich ein freudiger, sinnvoller, heiterer Tag, voller Licht. Und vermutlich wirst du heute Abend mit einem sanften Lächeln einschlafen und morgen mit diesem sanften Lächeln wieder erwachen und eine neue Lektion empfangen, die dich in den Frieden Gottes führt. Danke für dein Lauschen, für dein Hiersein. Und danke, dass du heute den Frieden Gottes als dein einzigstes Ziel definierst.